Schönen guten Tag. Wir wollen heute über unseren Compiler sprechen. Und ja, unser Compiler ist der bekannte und weit verbreitete GCC. Das ist ein Compiler aus dem GNU-Projekt der Free Software Foundation, gell, von Richard Stallman, gell, also eine Heiligtum, gell, also. Und ja, wenn wir da mal hineinschauen, hier sehen wir die Vorstellung der Versionen, gell, die Dokumentation, Download, gell. Und wir sehen ganz was Interessantes, wofür GCC steht. Ursprünglich stand GCC für GNU C Compiler. Und später haben sie dann gesagt, naja, das trifft es nicht so ganz wirklich, gell, und das ist dann eben eine Compiler Collection geworden, gell, also weil der GCC nicht nur C beherrscht, gell, der beherrscht eine ganze Reihe von Sprachen, gell, und ja, und das ist dann schon eine tolle Sache, gell, und deshalb ist das jetzt die GNU Compiler Collection. So, auf jeden Fall, dieser GCC, der ist in nicht nur in Linux installiert, gell, den gibt es auch für Microsoft, gell, oder den gibt es auch, ja, gell, wenn wir da mal hineingehen, da, also Download, schauen wir mal Binaries da, gell, da sehen wir, aha, das ist ein Unix, gell, für DOS, für ein anderes Unix und noch ein Unix, gell, Mac OS steht da, gell, für Microsoft, gell, ja, und, gell, also das ist dann schon eine feine Sache, gell. Okay, ja, dann schauen wir mal weiter. Und zwar, wie funktioniert der, gell, also wir haben ihn schon verwendet, wir haben einfach den GCC aufgerufen und haben ihm eine Datei übergeben und was ist denn rausgekommen? Die A.out, gell, das ist also der Standardname für das Kompilat für die ausführbare Datei, gell? Also GCC, wenn wir jetzt dieses Hallo Welt, das wir schon hatten, kompilieren, gell, er durchläuft es, kein Fehler, gutes, gell, und dann haben wir hier eine Datei, die heißt a.out und jetzt mit ./a.out können wir die ausführen, gell, aha, Hallo Welt steht da, gell, also das ist schon, ja, es funktioniert. Das mit diesem a.out, das gefällt nicht allen, gell, also jemand sagt, das ist unsympathisch, gell, also die Kinder heißen ja auch nicht alle gleich, gell, warum sollen die Programme alle gleich heißen, gell, also hat jemand gesagt, gell, wir wollten dem GCC beibringen, wie die Datei, die er erzeugt, heißen soll, wie das Kompilat eben heißt und das ist die Option -o, gell, also Output. Und ja, der Output, gell, hat dann einen Namen, gell, und das könnte man jetzt da ausprobieren, gell, bei diesem Hallo Welt, gell, also ihr könnt jetzt da sagen, GCC minus O Hallo Welt, so, und ganz genau das wäre jetzt sehr gefährlich gewesen, ich habe den File Completer verwendet und der File Completer hat mir jetzt aus dem, ja, Hallo Welt, .c, egal, ich habe Hallo und dann habe ich Tabulator gedrückt, hat er Hallo Welt.c gemacht und wenn ich das so aufrufe, dann passiert folgendes, GCC minus O und er sagt, das Kompilat heißt Hallo Welt.c, passt, geil, außer Hallo Welt.c, passt auch, geil, was macht er? Er kompiliert alles, geil, er linkt alles, er macht alles fertig, geil, und am Ende nennt er die ausführbare Datei Hallo Welt.c. Wird es funktionieren? Und die Antwort heißt, ja, es wird funktionieren, gell, und zwar einmal, weil das ausführbare Programm dann HalloWelt.c heißt, aber HalloWelt.c war ja der Quellcode, gell, also mit einem Klick, gell, ist der Quellcode weg, gell, also aufpassen, was man macht, gell, also das darf man dann nicht so machen, gell, da müssen wir jetzt aufpassen, darf ich nicht Enter drücken, sondern muss ich löschen, brav, so. Also GCC-O, Hallo Welt, gell, also der richtige Name und nicht der Name einer Quelldatei. Hallo, aus der Hallo Welt.c. So, keine Meldung, gute Meldung, gell. Und jetzt schauen wir mal. Da gibt es eine Hallo Welt und wenn ich die aufrufe, gell, dann funktioniert es. Super. Okay,
Ja, dann gehen wir weiter. Also minus o, um einen Programmnamen zu wählen. Habe ich mehrere Module, das haben wir ja schon gesehen, gell, kann ich das auch machen, minus o Programmname dann, und dann kann ich meine Module angeben. Datei 1.c, erstes Modul, Datei 2.c und Objekt.o. Oh, das ist lustig. Ich kann also außer Quelldateien auch Objektfiles angeben, gell, die schon kompiliert worden sind, aber noch nicht gelinkt worden sind. Gell? Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, was das bedeutet. Das ist sehr wichtig, wenn man große Projekte hat. Gell? So bei kleinen ist es nicht so genau. Gell? Also unser modularisiertes Hallo Welt, gell? Also da wäre es egal. Gell? Aber wenn wir große Projekte haben, dann ist es plötzlich nicht mehr egal. Gell? Und zwar, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert mit diesem schrittweise Kompilieren und Linken dann. Gell? Und zwar, unser Programm durchläuft mehrere Schritte, bis wir ein ausführbares Programm bekommen. Gell? Wir starten also bei einem Quellcode, gell? Also im Textformat. Und dann durchläuft es im ersten Schritt den sogenannten Präprozessor. Gell? Und der Präprozessor, gell? Geht die Präprozessordirektiven verarbeiten für uns mal. Gell? Also das ist das Wichtigste. Gell? Und was sind die Präprozessordirektiven? Das sind die, die mit einem Hashtag beginnen. Gell? Polsterzipfel hat mal einer gesagt. Gell? Ja, gell? Oder Nummernzeichen. Gell? Also schauen wir da, haben wir da sowas? Und die Antwort ist ja. Gell? Das haben wir, das Include. Gell? Das Include wird nicht vom Compiler verarbeitet, sondern vom Präprozessor. Bevor der Compiler überhaupt aufgerufen wird, gell? Erst der nächste Schritt ist der Compiler-Aufruf dort, gell? Als zweiter Schritt. Und jetzt gehen wir uns schauen, was da passiert, gell? Das ist das Include. Das Include müssen wir durchführen, gell? Und ja, das Wilde ist, dass ein Include in den Include-Dateien drin ist, so ein rekursives Include, gell? Bis man alles zusammengesammelt hat, und das da ist so eine monsterhafte Arbeit, gell? Und wenn wir das mal ausprobieren, gell? Das ist interessant. Ich kann ihm sagen, mit der Option minus groß E, dem GCC minus groß E, gell, halt hier an, mach nur den Präprozessor, gell, einen Schritt. Und dann, die Endung soll minus klein I werden, gell, also machen wir GCC minus groß E aus der Hallo Welt.c, mach ein Hallo Welt.i, gell, so, machen wir mal, gell, GCC minus E. So, Error, Hallo Welt. Ah, so, kennt er nicht, ja. Ist klar, minus O müssen wir da angeben, gell, minus O, so, weil, Glück gehabt, nichts überschrieben, gell. Schauen wir mal, kein Fehler, und, aha, hallo Welt.i existiert jetzt, super, gell. Und wenn wir das mal anschauen, ja, schaut mal, ja, hallo da, gell. Also, wir haben da jetzt diese Hallo Welt-Dateien, gell. Und bei der Hallo Welt-Datei haben wir das Original, 400 Byte, und dieses ja vom Präprozessor verarbeitete hat 17 Kilobyte aus 400 Byte, also weniger als ein halbes Kilobyte werden 17 Kilobyte, gell? Ja, das ist ja fast 50 mal so viel oder so, gell? Das ist ja, das ist viel, gell? Oder 40 mal so viel, gell? Und ja, schauen wir mal hinein, gell? Also da das HalloWelt.c war unser Programm da, gell? Viel Kommentar und wenig Programm. Und wenn wir jetzt das HalloWelt.i anschauen, gell? Uiuiui, ja, da kommt ja zu, yes, 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 na. Und das alles für eine Zeile Include, gell? Aber diese std.io.h, da ist viel drinnen, gell? Und da, das ist, ja, da sind so rekursive Includes dann in den Includes drinnen. Schaut mal, da ist ein ganzer Baum von Includes, gell, ist da mit involviert, gell? Ja, da wundert sich einer noch, wenn der ein bisschen braucht, bis er fertig hat, gell? Mhm. Gell? Also auf jeden Fall, das kommt raus, gell? Wenn wir den ersten Schritt machen mit GCC minus groß E, gell? Minus O, hallo Welt.i, hallo Welt.c. So,
Ja, dann schauen wir. Ja, was ist das nächste? Das nächste ist der Compiler. Gell? Und wenn ich will, dass der Compiler anhält, gell, dann muss ich ein minus groß s schreiben. Und was kommt denn raus? Es kommt ein Assembler-Code raus. Gell? Also wir kompilieren nicht zu Maschinencode, sondern zu Assembler-Code zuerst mal. Gell? Und das ist ganz interessant. Gell? Also ich kann dann also hergehen, ich kann sagen, gell, gcc minus, und ich muss jetzt machen minus groß s. Hallo Welt. S, gell, aus da. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, nimm mir den Anfang, starte von Anfang, ruf noch einmal den Präprozessor auf, ruf dann den Compiler auf, also alle Schritte oder nur den letzten Schritt, gell. Also ich kann dann auch beim vorher erstellten Quellcode, gell, mit bereits ja, der Verarbeitung des Präprozessors beginnen, gell? Also ich kann ganz am Anfang beginnen oder nach dem ersten Schritt, beides geht, gell? Ja, ah ja, was wir da noch sagen müssen, gell? Wenn der Präprozessor arbeitet, braucht er die Header-Dateien, gell? Also die Header-Dateien werden hier vom Präprozessor gebraucht, gell? Okay, jetzt lassen wir den Compiler arbeiten. Also gcc-s-o, hallo Welt.s. Ist das Ergebnis aus der Hallo Welt.c oder aus der Hallo Welt.i? Beides geht, gell? So. Schauen wir mal, was haben wir gemacht? Ein Hallo Welt.s. Und was interessant ist, das Hallo Welt.s ist jetzt wieder klein geworden, gell? 459 Byte, gell? Zu den 425 von Hallo Welt.c. Passt, gell? Schauen wir mal hinein. Hallo Welt.s. Okay, und ja, schön, gell. Das ist Assembler, gell. Das ist 8086 Assembler, gell. Und ja, da geht die Post ab, gell. Also, das sehen wir jetzt hier ein bisschen Assembler, gell. Aber das ist noch nicht Maschinencode, gell. Das habe ich mit einem Editor jetzt geöffnet und das ist lesbar, gell. Also, das ist Assembler und Assembler ist für uns Humane gemacht zum Lesen, gell. Gell? Okay, und jetzt kommt der Schritt, wo wir Maschinencode erzeugen und das ist durchs Assemblieren, gell? Der Assembler assembliert, gell? Und herauskommen die Objektfiles und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, gell? Weil man oft in der Entwicklung, wenn man viele, viele Module hat, gell? Und man geht nur eines editieren, eines verändern, gell? Und dann geht man wieder einen neuen Versuch des Kompilierens machen, dann ist es nicht fein, wenn man alle Module immer neu kompilieren muss, neu durch den Präprozessor jagen, neu kompilieren, neu assemblieren, gell? Das geht nicht gut, gell? Also es kostet halt Zeit, gell? Viel toller wäre es, wenn man sagt, naja, wir behalten uns alle Objektfiles, gell? Und gehen nur jenes Modul kompilieren, gell? Und assemblieren, das wir auch verändert haben. Gell, wir gehen also diese Schritte da nur für die veränderten Module machen. Gell. Und dann am Ende muss ich noch linken und habe dann ein ausführbares Programm, aber ich erspare mir sehr viel Compiler-Zeit. Gell. Gell. Und ja, und das wollen wir jetzt machen. Wollen zu diesem Objektfile kommen. Gell. Egal wo ich starte, mit der Option minus klein c kann ich sagen, geh bis zum Objektfile. Gell. So, machen wir es mal. gcc minus klein c. Gell? Und dann ja minus o, hallo Welt.o. So, und woher? Zum Beispiel aus der hallo Welt.c. Gell? So, Enter, fertig. Gell? Ui. Gell? Also für so kleine Programm kostet es nichts, gell? Auch wenn ich hier drei Schritte machen muss, gell? Gell? Und jetzt schauen wir uns das mal an. Was habe ich? Ich habe eine 1,5 Kilo große Datei, gell? Und die gehen wir jetzt mal anschauen, gell? Also Vim, die Hallo Welt.o. Oh. Da funktioniert der Vim nicht. Warum funktioniert der Vim nicht, gell? Gell? Der Vim funktioniert deshalb nichts, weil es ein Texteditor ist. Gell? Er kann also Textformate darstellen und verarbeiten. Gell?
und Textverarbeit sind die, können also Zeichen darstellen, die in der Zeichentabelle unter den normalen sichtbaren Zeichen sind und nicht irgendwelche Zeichen mit einer besonderen Aufgabe zur Steuerung oder so, gell? Gell? Und wir haben hingegen ein solches Objektfile mit Maschinencode, das eben ja beliebige Sachen beinhalten kann und nicht nur eben die darstellbaren Zeichen aus der Zeichentabelle, zum Beispiel Laschi-Tabelle oder so, gell? Gell? Also kommt was heraus, Chaos kommt raus, gell? Ja, da braucht man jetzt ein Instrument. Und jetzt könnte man sagen, ja, wir nehmen den Midnight Commander, gell, den Mitternachtskommander, gell, der ist ein Allerweltskünstler, gell, macht da drin F3, gell, fürs Ansicht da unten, gell, so. Und hier drinnen, F4 kann ich Hex machen, gell, so. Und jetzt passiert mir da etwas, der hört da einfach auf, gell, bei der Adresse C5. Gell, das ist noch nicht bei 1,5 Kilobyte, gell? Also wir sehen, der Midnight Commander, also sein Hexmotor, die Meditor, gell, oder zur Ansicht, geht nur bis zu einem bestimmten Punkt, gell? Wahrscheinlich bricht er ab, wenn irgendwo ein spezielles Zeichen ist, gell? Also das hat halt nicht gut funktioniert, gell? Und jetzt gehe ich da raus, gell? Exit will ich da machen. So. So, also, es gibt also Tools, gell? So, Hex Editor und dann kann ich ihm da die Hallo-Welt.o geben, gell? Und was macht der? Ja, der schaut so ähnlich aus wie der Midnight Commander, ist auch mit den Endcursors geschrieben und schau's mal, da geht's weiter runter, da geht's runter bis zu 5D0, gell? Und 5D0. Ja, das könnte dann schon so die 1,5 Kilo sein, gell? Weil wenn das sind die 256er und wenn ich 5 mal 256 habe, dann bin ich schon auf 1250, 60er und so weiter, 70, 80. Und wenn ich dann zu den 1250, 60, 70 noch ein D0 dazugebe, gell? Also D ist dann auch recht groß, das ist schon 13, gell? Dann komme ich so hin auf die, also 13 mal 16, gell, sind dann auch ja, 200 oder so, gell, und dann komme ich auf die 1,5 Kilo hin, gell. Also, das stimmt, gell. Ja, und da sehen wir auch, gell, also da haben wir ganz viele Nullen drin irgendwo in diesem Code, gell. Und ja, so funktioniert dieser Hex-Editor, gell. Mache ich Ctrl-C, steht dort unten, gell, für No Save. Frag, ob bist du sicher? Ja, sind wir, gell, nicht ändern. Gell? Ja, so, das ist halt dieses Objektfile, gell? Nicht Text, sondern in einem Binärformat, gell? Und im Modul für Modul wird dann durch den Präprozessor gejagt, kompiliert und assembliert, gell? Und wenn wir da so Teams haben und jeder hat so seine Module, dann kann er die Schritte machen, gell? Also wir können jedes Modul getrennt kompilieren, gell? Und jetzt kommt nur noch der letzte Schritt und das ist der Linker, gell? Also das ist nicht der linke Bruder vom Rechter, gell? Also der Linker, der tut jetzt alle Module, gell, mit den Bibliotheken zusammenbinden, sagt man auch manchmal in Deutsch, gell, meistens sagt man aber Linker, gell, linken und macht daraus eine ausführbare Datei im Format des jeweiligen Systems, gell. Also das hängt dann vom Betriebssystem ab und auch von der Hardware, gell. Und ja, was brauchen wir, gell? Wir brauchen die Bibliotheken, die statischen Bibliotheken, gell? Also das ist ganz wichtig, gell? Ohne Bibliotheken würde es nicht funktionieren. Wir haben ein Printf drinnen bei unserer Hallo Welt und das Printf haben nicht wir programmiert. Das Printf hat schon jemand programmiert, gell? Das ist in der Standardbibliothek drinnen, in der glibc, gell? Können wir mal schauen, da gibt es ein Paket, also die Package, gell, minus L, grep glibc, gell, und da sagt, oh ja, da gibt es eines, das heißt so, gell, okay, und, na, heißt nicht so, also, dann machen wir ein grep glibc, oh, ja, da sind jetzt ganz viele, gell,
Und ja, und jetzt könnte man da das Richtige heraussuchen, gell? Gehen wir mal schauen, gell? Wenn wir da suchen, mal machen wir da einmal ein Find über slash lib, gell? Und machen ein grep minus i libc.h, gell? Nicht da drinnen ist es unter OSR-lib. Oh, da kann man sie raus, gell? Okay, also wir haben hier ein 64-Bit-Linux, gell? Und dort unten gibt es ein libc.h. Das ist die Bibliothek, gell? In der das printf drinnen ist, gell? Und die wird standardmäßig benutzt. Die müssen wir nichts extra angeben, gell? Die wird standardmäßig dann bei der Arbeit benutzt. Gell? Also das ist eine Bibliothek. Wenn wir zum Beispiel die Mathebibliothek verwenden wollen, gell, um zum Beispiel trigonometrische Funktionen zu benutzen, gell, dann müssen wir die mat.h inkludieren, gell, oder sind hier die Includes, aber wir müssen zum Schluss auch die Bibliothek mit den mathematischen Funktionen dem Linker geben, gell, und dann kann er die Mathebibliothek linken. Das ist die libm.a, gell, also das ist die Mathebibliothek, gell, wo trigonometrische Funktionen drin dann sind, oder exponentielle oder logarithmische, lauter Sachen, die ihr heuer in Mathematik eben macht. Gell? Okay, ja, also das sind die Schritte. Gell? Also die Schritte vom Quellcode über den Präprozessor, gell? Also alles das mit Hashtag dann auflöst, gell? Und noch ein paar andere Sachen macht, gell? Der Compiler, der eben die Übersetzung macht, gell, aus der Hochsprache in Assembler, gell. Der Assembler, der dann den Assembler-Code assembliert, und der Linker, der aus allen Modulen, die wir haben, gell, und den Bibliotheken zusammen dann ein ausführbares Programm macht, gell. Und das ausführbare Programm ist auch in einem Binärformat, gell. Also wenn wir da mal schauen, da, gell, also wenn wir machen, gell, also gcc-o hallo Welt, aus irgendeinem dieser Dateien aus der Hallo Welt.o von mir aus, aus der letzten, ganz typisch dieser Schritt, gell? Keine Meldung ist eine gute Meldung, gell? Also haben wir hier da ein Hallo Welt, gell? Und das funktioniert, gell? Schön. Okay, jo, wenn wir weitermachen, gell? Also da haben wir dann Beispiel, gell? Also genau das, was wir gemacht haben mit minus e, mit minus s, gell? Oder mit minus C, um bis zum Objektfile zu kommen. Und das ist das, was am häufigsten verwendet wird, gell? Während die anderen Schritte davor, die geht man selten explizit aufrufen, um zu schauen, ob etwas funktioniert oder um zu debuggen oder so, gell? Also, aber hingegen die Option minus C nur bis zum Objektfile, gell? Präprozessor, Compiler, Assembler aufrufen und dann nicht mehr. Das ist ganz typisch, gell? Da geht man einzelne Module kompilieren, gell, und zum Schluss, gell, kann man sie dann zu einem ganzen zusammenlinken oder auch zu einem Testprogramm hinlinken, gell. Also kann man ein Testprogramm schreiben, das unser Modul überprüft, gell. Okay. Ja, also so funktioniert die Sache, gell. Also da haben wir auch noch diese Option minus L, um eine Bibliothek anzugeben, gell. Also wenn man mathematische Sachen machen, gell, dann müssen wir auch die Header-Datei inkludieren, die richtige, das ist die mat.h, gell. Und wir müssen dann die Mathebibliothek angeben, damit es funktioniert, gell. Also die Mathebibliothek, haben wir gesehen, ist dieses libm.a. Wir müssen aber das lib weglassen, das Punkt a weglassen und nur das dazwischen nehmen, und libm.a dazwischen nur das m, gell. Um jetzt die Mathebibliothek zu benutzen, muss ich also nur angeben minus L Library und dann eben M, gell, minus LM, und es wird gelinkt, gell. Also das ist dann eine feine Sache, gell, also die Mathebibliothek. So, hier sehen wir die ganzen Möglichkeiten, wie ich von meinem Quellcode, gell, zu den verschiedenen Schritten gehe, und je weiter ich gehe, umso mehr Möglichkeiten habe ich, weil ich kann überall vorher starten, gell. Und ja, zum Schluss draufruf, Punkt, Slash und dann der Name, gell? Jo, gell? Ich wünsche euch viel Spaß, gell? Schaut euch das an, gell? Wer noch nicht hat, gell? Diesen Hex Editor, gell? Der gehört zu dem
N-Kurses-Projekt, gell? Also da die Package minus L grep N-Kurs. So. Da haben wir den N-Kurses Hex-Edit, gell? Das ist das Paket, das wir brauchen, um dann ja, Hex-Dateien anzuschauen, aber um auch Hex-Dateien dann zu editieren, gell? Also damit könnte man ein Programm manipulieren, gell? Und es etwas anders machen lassen, das dann eigentlich ja lauter zum Beispiel, gell? Das nicht uns gehört, oder ja, gell? Können wir alles Mögliche editieren mit diesem Hex-Editor, gell? Und wenn wir da Hallo Welt haben, gell? Und wenn wir eine Datei haben, eine Binärdatei, können wir da hineinschauen. Jetzt haben wir das Programm, gell? Und ja, da sind viele Nullen gewesen, gell? Und haben wir wieder Code und dazwischen immer wieder Nullen, gell? Und das geht bis 219, gell? Und das ist dann so, Ctrl C, nein, gell? Also nicht speichern, gell? Und da haben wir dieses Hallo Welt, 8 Kilo, ja, das könnte hinhauen, gell? Ja, dann probieren wir das aus und schauen das an, wie das ausschaut dann.